Herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Session in unserem Wissensmanagement MOOC 2023. Dieses Mal gleich mit zwei Wiederholungstäterinnen, wenn man so möchte. Angelika, ich weiß nicht, du bist zum dritten Mal Ja. Inputgeberin deiner Live-Session, meine ich. Und die Christine mindestens zum zweiten Mal. Das freut mich, weil ihr seid ja zwei Größen im Wissensmanagement, was ganz unterschiedliche Themen angeht, aber natürlich vor allem dieses Thema Wissenstransfer, um das es heute geht. Und euer Thema heute, die Entwicklung einer Mustersprache, finde ich sehr spannend. Ich muss gestehen, Angelika, als du mich gebeten hast, ob ich da so am Rande als Reviewerin mitmachen kann, dachte ich, Muster was? Mustersprache? Was soll das eigentlich sein? Mittlerweile habe ich es, glaube ich, verstanden. Zumindest habe ich es in meine Vorlesungen selber integriert. Aber ich werde jetzt nochmal den Proof of Concept machen, ob das, was ich erzähle, richtig ist, wenn ihr zwei jetzt nochmal erklärt, was ihr da eigentlich tut, warum ihr das tut. Und ja, zu euch beiden sagt er vielleicht selber gleich noch mal was. Okay, Sehr passt. Ja. schön. Ja, Angelika Mittelmann. Ich glaube, ich bin fast mit allen bekannt, die jetzt da in der Session sind. Es freut mich sehr. Es freut mich vor allem sehr, dass meiner Einladung einige gefolgt sind. Wie ihr wisst, ich bin also Pensionistin jetzt schon mehrere Jahre. Allerdings merke ich noch überhaupt nichts irgendwie vom Pensionistendasein, weil ich nach wie vor also in dem Thema Wissensmanagement, Wissenstransfer sehr aktiv bin und insbesondere, was mich sehr freut, diese Frankfurt Knowledge Group mit und die Transfernautinnen, diese Entwicklung der Mustersprache, das ist jetzt etwas, was wir schon seit mehr als 3 Jahren verfolgen und es ist einfach, und wir freuen uns sehr, euch jetzt einmal zeigen zu können, was wir da alles gemacht haben und warum wir glauben, dass das für Wissensmanagement so eine relevante Methode ist. Ja, und ich glaube, dass wenn ihr noch was wissen wollt von mir, findet ihr das eben im Internet auch. Vielen Dank. Christina, bitte. Ja, danke schön, Angelika. Ja, ich bin die Christine Erlach und wir haben gerade vorher, bevor die Session begann, kurz mal nachgedacht, wann sich eigentlich so unsere Wege schon gekreuzt hatten, Gabriele und Dirk und Simon und so weiter und Angelika. Ja, und es ist tatsächlich über 20 Jahre her, haben wir festgestellt, dass wir rundum und mittendrin in diesem Thema Wissenstransfer tätig sind. Und das ist auch mein Kernfachgebiet, Experten, Expertinnen in die Rente zu begleiten oder ganze Projektteams und deren schwer zugängliches Erfahrungswissen irgendwie sichtbar zu machen und zu bewahren fürs Unternehmen. Ja, und die Angelika hat es schon erwähnt, seit 2019, meine ich, sind wir eben jetzt auch mit drei anderen noch, die ebenso viele, ja, jahrelange Erfahrungen auf dem Buckel haben, dabei mal unser eigenes Erfahrungswissen irgendwie versuchen sichtbar zu machen. Und vielleicht starten wir, bevor wir euch dann genauer erzählen, wie wir das so machen und gemacht haben in den letzten Jahren und was wir noch vorhaben, dass ich mal kurz zurückreise in den Sommer 2019. Da hat die Angelika eben bei mir angerufen und gemeint, hey, wollen wir nicht mal unsere wirklich zusammengenommen, ja doch jahrzehntelange Erfahrung irgendwie mit Wissenstransferprozessen festhalten und für andere nutzbar machen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich schon ein bisschen skeptisch und habe so überlegt, ob ich der Angelika nicht einen Korb geben muss, weil ich kenne die Angelika schon ewig und wir arbeiten auch gut zusammen. Also vielleicht wisst ihr es, die Angelika war meine allererste Kundin, als ich mich mit einem Stipendium vom Bayerischen Ministerium als Hochschulausgründerin selbstständig gemacht habe. Da war die Angelika mit der Voestalpine Stahl mein Startschuss sozusagen in die Selbstständigkeit. Und ja, aber so gut wir also zusammenarbeiten, so unterschiedlich sind wir halt doch in unseren Herangehensweisen an Wissenstransfer, also in unserem Spezialgebiet. Also wir sind beide erfahren. Wir haben etliche Begleitungen gemacht. Wir haben also etliche Leute in die Rente begleitet und ihr schwer zugängliches, wertvolles Erfahrungswissen mit denen zusammengehoben, aber wir machen es unterschiedlich. Ja, und deswegen war ich so ein bisschen, und Angelika meinte, ach komm, lass uns einfach auf die Suche gehen. Wir finden bestimmt Problemlösestrategien, die wir beide als bewährte Lösung erlebt haben und wo wir sagen, ja, das ist sozusagen die Essenz oder das, was wir, wo wir uns darauf einigen können. Und dann haben wir also mit drei weiteren eben gestartet, uns zu versuchen, unser eigenes Erfahrungswissen erstmal uns selber sichtbar zu machen, weil ihr wisst ja, Erfahrungswissen ist ja nicht so, liegt ja nicht so auf dem Schreibtisch rum wie Fachwissen oder Informationswissen, sondern ist mitunter sehr versteckt und entzieht sich der Worte.
Also uns selber sichtbar zu machen, den anderen in unserem Fünferteam sichtbar zu machen und natürlich als langer Wurf dann irgendwann mal der Welt sichtbar und nutzbar zu machen. Ja, und dann ging es halt wirklich los mit der großen Herausforderung. Wir haben alle Erfolg, wir haben alle Erfahrungen, wir sind alle also Expertinnen in diesem Feld. Aber wir haben wirklich nicht nur Angelika und ich, sondern auch die anderen drei Mitstreiterinnen haben völlig verschiedene Herangehensweisen. Also wie, habe ich mir gedacht, soll das jemals funktionieren, dass wir sozusagen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen und irgendwie einen gemeinsamen richtigen Weg proklamieren, ohne uns zu Tode zu streiten oder in endlosen Debatten zu verlieren? Ja, und da kam uns die Mustersprache zur Rettung, weil die als Methode sich nämlich wirklich hervorragend eignet, um Einzelerfahrungen und die bewährten Lösungsstrategien Einzelner zu vergemeinschaften, also sowas wie eine Essenz herauszuschälen, die dann praktisch die gemeinsame bewährte Lösung von vielen Einzelerfahrungen darstellt. Und das ganz ohne Debatten und Rangkämpfe in unserer Gruppe. Ja, und jetzt sind wir seit 3 Jahren unterwegs mit dieser Methode und möchten euch gerne mal vorstellen, wie so eine Mustersprache funktioniert und am Ende natürlich auch unsere Mustersprache kurz zeigen, nämlich die zu unserem Erfahrungswissen, zum Wissenstransfer. Ich würde gerne noch die drei anderen noch zumindest erwähnen. Also die anderen drei Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind die Grit der Höfen, die also bei Salzgitter das Transferwerk eingeführt hat und begleitet hat. Das ist wahrscheinlich eh bekannt. Der nächste ist der Benjamin Akustin, den kennen wahrscheinlich auch viele, der also das Thema Wissenstransfer bei Thyssen eingeführt. Und ich glaube, Christine, du hast ihn teilweise dabei begleitet, was ich so weiß. Der dritte im Bunde ist der Manfred de la Schiava, den ich schon seit Jahrzehnten kenne. Einer der Pioniere in Österreich zum Thema Wissensmanagement ist und der also auch einiges an Begleitungen gemacht hat. Also ihr seht, sehr unterschiedlich. So, jetzt geht's los. Mustersprachen. Mustersprachen ist leider nicht sehr bekannt und auch das, so das Thema Muster, da denkt man an ein Strickmuster, man denkt keine Ahnung an was. Aber wir meinen etwas anderes. Und entwickelt und entdeckt oder als erstes veröffentlicht hat dieses Konzept der Christopher Alexander. Er ist ein Mathematiker und vor allem Architekt mit Wiener Wurzeln und hat also dieses Konzept entwickelt und hat auch die erste Mustersprache der Welt geschrieben, nämlich dieses Pattern Language, und ihr könnt auf Deutsch, könnt ihr das ganz leicht nachschauen. Das ist einemustersprache.de, das ist die deutsche Übersetzung davon, und da könnt ihr das nachlesen. Und ich kann euch versichern, dass auch als Nicht-Architekten kann man das gut lesen, und dann sieht man eben, was damit gemeint ist. Was auch noch zum Beispiel die sehr schnell aufgenommen haben, das waren die Softwareentwickler. Und die sogenannten Softwareentwurfsmuster sind Muster, das heißt also, das sind also Erfahrungen, die man gemacht hat, dass man bestimmte Problemlösungen in der Softwareentwicklung, dort gibt es einfach bewährte Algorithmen und die sind also dann in diesen Entwurfsmustern drinnen. Die kann man immer wieder verwenden. Und da hat es diese berühmte Gang of Four gegeben, die also das extrahiert hat und da so 22 Grundmuster extrahiert hat, und das ist eigentlich eine Grundausbildung, die man bekommt jetzt mittlerweile als Softwareentwickler. Einer der Pioniere in Österreich ist der Reinhard Bauer, der hat also didaktische Entwurfsmuster geschrieben, das war gleichzeitig auch seine Dissertation. Der hat also dieses Konzept von Christopher Alexander also genommen und auf die Didaktik umgesetzt. Das ist ein wunderschönes Beispiel aus Deutschland, wo hier jemand eine Mustersprache geschrieben hat, um eben die Zusammenarbeit in einer Community, in einer Stadtcommunity, dass man so die entsprechend unterstützen kann mit entsprechendem Muster. Das ist extra erwähnt von der Isabel Grundschober, weil die Isabel hat uns ja auf die Sprünge geholfen. Die hat aus 12 verschiedenen Mustersprachen eine Mustersammlung für Feedback extrahiert. Das heißt, die hat sich mit dem Konzept ganz intensiv auseinandergesetzt und hat uns dann geholfen, damit wir besser werden in dieser Entwicklung der Mustersprache. Und last but not least ein Beispiel von Übersee, nämlich aus Japan. Professor Iba hat einige Mustersprachen geschrieben und die finde ich besonders spannend. Das ist eine Mustersprache für Demenzkranke. Das heißt also, das ist eine Mustersprache, die für drei Zielgruppen geschrieben ist. Also für die Demenzkranken selbst gibt es Muster. Es gibt Muster für die, die sie betreuen, begleiten, und für Angehörige. Und
Das heißt also, was bewährt sich, wenn du einen demenzkranken Menschen in der Familie hast oder wenn du ihn betreust oder. Und ich finde das ist also ganz eine tolle Mustersprache. Und deswegen habe ich es extra angeführt. Und ihr seht, wie breit gestreut das ist. Ja, wenn wir weiterschauen, jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir euch zeigen? Also wir wollen euch zeigen, was ist überhaupt eine Mustersprache von der Definition her, was sind Muster? Die Christine wird euch dann den Entwicklungsprozess zeigen und zum Schluss laden wir euch dann ein durch eine kurze Tour durch unsere Mustersprache. Das heißt, wir zeigen sie euch direkt. Wir haben ein System, wo wir es also realisiert haben und wir können es euch direkt zeigen. Und gerade heute ist wieder ein neues Muster entstanden. Ich habe gerade heute mit der Grit ein neues Muster geschrieben. Also das ist immer noch am Laufen. Wie ihr seht, das ist nichts Totes. Und das ist auch gleich etwas, was ihr in der Definition auch gleich wiederfinden werdet. Bitte unterbrecht mich, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, aber ich beginne einfach jetzt einmal mit der Definition, weil es ist immer wichtig. Was sind denn so Muster? Also Muster sind im Prinzip prototypische generische Problemlösungen. Du hast einen bestimmten Kontext und du sagst, okay, das hat sich immer bewährt. Es ist also reines Erfahrungswissen einer Community of Experts, die sagen, okay, dieses Problem haben wir insgesamt immer so gelöst und das hat sich bewährt, das hat funktioniert. Und das Zweite ist, Muster sind also eine effiziente und gut verständliche Beschreibung. Im Prinzip haben wir drei wesentliche Teile: Kontext, Aufgaben oder Problemstellung und dann Lösungsweg. So kurz und knapp wie möglich, und das ist reines Erfahrungswissen. Und die werden dann vernetzt zu einer sogenannten Mustersprache, wobei Sprache da jetzt dann auch als Metapher zu sehen ist. Das heißt also, diese einzelnen Muster werden sozusagen miteinander vernetzt und bilden dann die Worte, das Lösungswort für deinen jeweiligen Anwendungsfall oder für euren jeweiligen Anwendungsfall. Und warum machen wir das? Also es geht darum, dass man das Rad nicht immer neu erfindet, sondern dass man wirklich auf bewährte Lösungen immer zurückgreifen kann, das immer einsetzen kann. Und wir haben auch festgestellt, es ist eine Präzisierung damit begleitend einer gemeinsamen Fachsprache, weil du, wenn du ein Muster schreibst, kommst du automatisch in die Diskussion, was heißt denn das jetzt? Also neulich haben wir uns wieder darüber unterhalten, was heißt jetzt wirklich Wissenstransfer? Was verstehen wir darunter? Was ist wichtig? Was ist dahinter? Das heißt also, in unserer Mustersprache gibt es jetzt mittlerweile auch ein Glossar, wo wir das niedergelegt haben. Und damit gibt es eine gewisse Normierung der Fachsprache. Und gleichzeitig kann man aber auch das Ganze anpassen an lokale Anforderungen, weil man eben, wenn man sagt, okay, wenn das nicht ganz passt, schau bitte den Kontext an. Wenn sich der Kontext ändert, dann schreib bitte ein neues Muster. Und damit hast du immer diese Anpassungen und damit ist also etwas auch, das heißt also Mustersprachen sind immer offen und damit komme ich gleich zum zweiten Teil. Ja, es ist also für wen ist es? Also für Entscheider, für Gestalter und für Betroffene. Das heißt, das sind die wesentlichen Zielgruppen und die Zielgruppen hängen dann halt davon ab, welches Wissensgebiet, Fachgebiet du dir als Mustersprache ausgewählt hast. Und was sind jetzt Mustersprachen? Das ist eine Sammlung eben von so vernetzten Mustern und ihr seht, ich verwende jetzt dann nicht Sprache, sondern ich verwende Sammlung, um darauf hinzuweisen, ist ein offenes Konzept. Das heißt also, man kann immer was dazu bauen. Das ist nie, eigentlich ist eine Mustersprache nie fertig, nie abgeschlossen, weil es gibt immer Notwendigkeiten, Möglichkeiten, das also zu erweitern. Es ist nur wichtig, dass sie hinlänglich vollständig und systematisch ist, weil man muss sich zurechtfinden können. Also es muss einigermaßen für denjenigen, der sie dann benutzt, muss sie also einigermaßen systematisch sein, damit man sich zurechtfindet. Und in der Problemlösung steht dann drinnen, was man wirklich wissen sollte für eine bestimmte Problemlösung, was ich schon gesagt habe, es ist ein offenes System. Man macht das, um eben diese Befähigung zum Handeln hat, ja. Also, dass man also sagt, das ist also wirklich die Problemlösung, sagen, okay, das hier, das ist also etwas, wenn du das machst, wenn du das dem folgst, diesem Lösungsweg, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, relativ groß. Wir können es natürlich nicht hundertprozentig garantieren, aber wir haben dort, du schreibst in den Mustern nach bestem und Gewissen, was funktioniert.
Gleichzeitig kann es natürlich auch Vermittlung von Ideen sein. Es kann also sein, du sagst, okay, das könnten wir eigentlich jetzt mal ausprobieren und dann beginnt halt so eine Community auf Expert, das auszuprobieren und dann gibt es halt ein neues Muster und dann hast du also vielleicht eine wunderbare neue Lösungsidee und damit hast du also ein neues Muster und es ist ein Aufbau von einer Gemeinschaft. Also wir haben ja nicht nur unser dieses Kernteam, von dem wir geredet haben, die fünf Menschen, sondern wir haben also auch Feedbackgeber. Die Gabriele hat ja schon gesagt, ich habe sie auch gefragt, ob sie das machen möchte. Es ist ja aber dann zu viel gewesen, was ja auch verständlich ist, aber wir haben also so eine Handvoll Feedbackgeber, die uns also über die ganze Zeit begleitet haben. Wir haben jemanden, der also jedes einzelne Muster gelesen hat und also auch uns Feedback zur Sprache, zu Formulierungen gegeben hat. Mittlerweile lassen wir uns da dabei auch mit DeepL Write unterstützen. Das heißt, dass wir da Vorschläge kriegen für bessere Formulierungen. Aber wir haben also, wie gesagt, also ein begleitendes Lektorat. Und was haben wir denn noch, Christine? Habe ich was vergessen? Dein Ehemann als Achso, der Rudolf. wahnsinnig Ja, wichtiger okay. Helfer bei der Visualisierung, ne? Ja, genau. Auf das komme ich da noch zu sprechen, weil Visualisierung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also, dass man auch Symbolsprache hat, also dass man Symbole mit den jeweiligen Mustern verknüpft, weil man damit natürlich andere Wissenselemente verknüpfen kann. Ja, genau, der Rudolf und die Annette Häxl-Schneider und der Rudolf sind sozusagen unser Visualisierungsteam. Die Annette hat uns also bei der Gestaltung sehr geholfen, bei der grafischen Gestaltung und der Rudolf hat uns die Symbole gezeichnet. Gibt es von eurer Seite da Fragen dazu? Da ist euch zumindest einmal grundsätzlich klar, was Muster und Mustersprache ist. Christina, dann übergebe ich dir und bitte dich zu erzählen, wie funktioniert denn dieser Entwicklungsprozess? Ja, sehr gerne. Vielleicht so als Vorausblick. Also ich gehe jetzt einmal durch die Phasen, die wir, während wir sie durchwandert haben, so getauft haben, ne? Also das ist sozusagen in den Mustersprachen nicht ganz so elaboriert noch, die es schon gibt, wie man denn jetzt genau sich als Team organisieren kann, in welchen Prozessschritten, um das eigene Erfahrungswissen eben sichtbar zu machen für sich, andere und die Welt. Und ja, und also ich erzähle es an unserem Beispiel und danach gehen wir dann aber tatsächlich in die Mustersprache rein. Also nur so als Cliffhanger, aber wir wollen halt einmal noch gucken, dass wir das Prinzip der Mustersprache einfach erzählen, weil das ist schon ein unheimlich intensiver, bereichernder Prozess, wo ich und wir wahnsinnig viel lernen voneinander, aber er ist auch sehr komplex. Und deswegen seht ihr ja schon die verschiedenen Phasen. Und ja, die Vorbereitungsphase war bei uns so, dass die Angelika schon mit Manfred zusammen überlegt hatte, dass sie mal die beiden sich zusammensetzen und eine Mustersprache für Wissensmanagement entwickeln und haben sich dann eben hingesetzt und jeder mal angefangen, für sich alleine Mindmaps zu bauen, was man da alles berücksichtigen muss. Na, wir haben die Menschen gemeinsam gebaut. Also das Ah, immerhin, war okay. heftig, das war echt heftig. Aber halt online, weil es war mitten in der Corona-Zeit. Und ihr seid jedenfalls relativ schnell zu zwei Erkenntnissen gekommen. Einmal, man kann sowas nicht alleine, man muss mehrere sein, weil sonst geht man verloren und hat auch eben nur die eine Sicht und nicht die Multiperspektivität. Und es braucht mehr Leute. Und zweite wichtige Erkenntnis, man muss sich genau überlegen, wo das Thema anfängt und wo es aufhört. Und dann habt ihr euch eben entschieden, das Thema auf Wissenstransfer einzudampfen, weil sonst verliert man nicht nur den Wald vor lauter Bäumen, sondern auch den Verstand, weil es einfach zu komplex wird. Also Wissenstransfer war sozusagen in der Vorbereitungsphase ein Entscheidungsschritt. Und dann natürlich die Frage, okay, wer könnte denn dann noch mitmachen, der Expertise in diesem Gebiet hat? Und so kamen dann die anderen ins Team. Also ist die Vorbereitungsphase eben so ein Mäandern zwischen Menschen, die Interesse haben, bei sowas mitzumachen bei einer Mustersprache und Menschen, die eben in einer bestimmten Fachdomäne Erfahrungen haben. Und dann, wenn man dieses Team hat, ist noch eine weitere Sache total wichtig. Die Art, wie man miteinander arbeitet, ist so anders als alles, was ich bisher in Kollaborationen erlebt habe, dass man schon eine gewisse, ja, Ambiguitätstoleranz braucht im Sinne von, dass man es aushalten können muss, dass vollkommen verschiedene Herangehensweisen erzählt werden als die beste Strategie und natürlich die eigene Strategie eine andere ist. Na, also da muss man erstmal das aushalten können und nicht in so ein kompetitives Expertisetum gehen, sondern wirklich in den Dialog, in eine wertschätzende und kollaborative, ja, Suche nach der Erkenntnis. Das war sozusagen das Mindset, was ich sagen würde, was uns verbunden hat.
Gut, und dann ist eine ganz wichtige Bedingung in einer Mustersprache, dass man sich nur, und zwar wirklich ausschließlich auf die eigenen Erfahrungen beruft. Also keiner von uns, so viel wir auch angelesen sind, so viele Arbeiten wir geschrieben haben, es gab nie die Situation, ja, aber das Modell von Probst und Romhart, das sagt doch, und wir wissen doch von Nonaka, und das war alles völlig egal, was andere geschrieben haben und erdacht haben oder was man sozusagen als Common Sense vielleicht auch als richtig annimmt, sondern es geht ausschließlich und alleine um die eigenen gemachten Erfahrungen in unseren Wissenstransferprozessen, die wir begleitet haben. Und das ist in der Erhebungsphase relevant, weil die funktioniert so, dass man sich gemeinsam hinsetzt und einander Situation um Situation erzählt, also Erfahrungsgeschichten teilt, wie man welches Problem gelöst hat. Was ist ich? Der Wissensnehmer steigt mitten im Wissenstransferprozess aus, oder der Wissensgeber ist nicht bereit, sein Wissen zu teilen, oder es ist wahnsinnig wenig Zeit für den Wissenstransferprozess. Und wie haben wir dann jeweils, also in der Fünferrunde, mit unserem Repertoire an verschiedenen Transfermethoden und Prozessen diese Probleme gelöst? Ja, und dann geht es eben los, dass man versucht herauszufiltrieren, was ist denn so ein gemeinsamer Nenner, der bei uns allen trotz der Unterschiedlichkeit gemeinsam ist. Und da kann ich vielleicht an einem Beispiel das verdeutlichen. Also ich komme ja aus dem narrativen Paradigma. Das heißt, ich lehne ganz prinzipiell alles ab, was von vornherein Struktur gibt, weil eben mein Glaubenssatz von der Grundhaltung her ist, das, was in dem Moment, wo ich zum Beispiel frage, welches Wissen ist eigentlich für euch relevant, was für Themen müssten wir denn uns anschauen, damit das Expertenwissen von dieser Person, die in Rente geht, im Unternehmen bleibt, dass das, was da genannt wird, dann gerade in dem Moment durch diese Relevanzsetzung das Richtige ist. Und die strukturierte Sicht auf das gleiche Problem ist, was ist denn relevant und was sollen wir bewahren und wo soll man genauer hinschauen, wäre, nee, da müssen wir natürlich schon genau überlegen. Wir müssen Anlagenwissen sammeln, Prozesswissen, Netzwerkwissen. Und natürlich haben wir ja schon so viele Erfahrungen gesammelt in diesen Bereichen. Warum fragen wir nicht die Fragen, die sich bewährt haben? Da seht ihr, da clashen zwei völlig verschiedene Weltsichten aufeinander. Und wie lösen wir das als Expertenteam, das ja das Gemeinsame sucht? Und da gibt es zwei Wege, die wir gefunden haben. Zum einen gab es manchmal die Situation, dass wir wirklich einander in vielen Erfahrungsgeschichten überzeugen konnten, dass mehrere Wege nach Rom führen. Also dass es da keine Notwendigkeit gibt, die Essenz zu finden, weil beides funktioniert. Also ich kann sowohl offen eine Wissensbedarfsanalyse und eine strategische Betrachtung von dem relevanten Wissen machen, als auch strukturiert. Das heißt, wir haben zwei Muster geschrieben: strukturierte Wissensbedarfs- und Wissensbestandsanalyse und offene Wissensbedarfs- und Bestandsanalyse. Und der andere Weg ist, dass wir in unseren Diskussionen, in dem Teilen von konkreten Erfahrungen, von konkreten Momenten und wie wir damit umgegangen sind, tatsächlich eine Essenz entdeckt haben im Sinne von etwas Übergeordneten. Zum Beispiel haben wir lange diskutiert. Ich habe immer mit meinem Mindset dafür votiert, dass man eben keine Fragen stellt, dass man nur zuhört, dass man, wenn man fragt, immer ganz, ganz offen fragt, um eben die Assoziationsketten, die beim Erzählfluss so wichtig sind, nicht zu stören. Und natürlich gab es in der Gruppe viele, viele andere Erfahrungen, die das Gegenteil erlebt haben. Und dann irgendwann mal ist uns die Idee gekommen, es geht ja gar nicht um entweder oder, sondern es geht um die Fähigkeit, in einem Wissenstransferprozess zu erkennen, wann was wichtig ist. Also wann ist es gut, offen den Raum für Erzählen zu geben, für offene Assoziationsketten, und wann ist es aber hilfreicher, die Leute an die Hand zu nehmen und durch konkretes Nachfragen und Struktur Orientierung und Sicherheit zu geben. Und das ist ein Pendeln zwischen Offenheit und Struktur. So haben wir unser Muster genannt, was dann sozusagen als die Essenz unsere Erfahrungen vereinen konnte. Es geht also gar nicht um offen versus strukturiert, sondern um die Fähigkeit zu erkennen, wann was davon als moderative Kompetenz die beste Unterstützung für das Sichtbarmachen von Erfahrungswissen ist bei den Experten. Ja, und das ist die Erhebungsphase. Also die ist lang und langwierig und sehr aufregend, weil wir ganz viel voneinander gelernt haben. Und dann haben uns diese Grobeinteilungen der Muster sehr geholfen. Was ist eigentlich genau der Kontext? Also um was geht's? Was ist die Aufgabenstellung? Also, was ist ich? Es ist wenig Zeit vorhanden für den Wissenstransferprozess, wäre ein Kontext. Dann wäre die Aufgabenstellung, wie können wir trotzdem gut unterstützen? Und dann guckt man im Lösungsweg, dass man eben die Lösung wirklich auf einem Einseiter skizziert und drumherum noch Spannungsfelder und Stolpersteine definiert. Also, worauf muss man achten im Lösungsweg und drumherum im sozusagen unternehmenskulturellen oder überhaupt im Rahmenbedingungskontext, damit dieser vorgeschlagene bewährte Lösungsweg auch wirklich fruchten kann.
Ja, und so geht es dann halt in vielen Stunden, wird es immer feinteiliger. Und in der Produktionsphase, also nachdem man so erste Ideen gesammelt hat, in der Erhebungsphase, wie ich jetzt gerade schon an zwei Beispielen mal ausformuliert habe, geht es in der Produktionsphase dann tatsächlich darum, zu schreiben, Text zu produzieren, zu gucken, wo gehört was hin, Visuals zu finden, Kurzzusammenfassungen zu schreiben, damit man später eben diese einzelnen Muster in der Verknüpfungsphase auch miteinander verbinden kann, also sozusagen ein semantisches Netzwerk drüber legt. Das sind so Verbindungen wie das Muster A führt zu Muster B oder Muster A erfordert Muster B oder Muster A ist Alternative zu Muster B. Also so klassische Concept Map Verbindungen, die wir da gefunden haben und die einem das Navigieren durch die Muster und natürlich auch das Finden eines Lösungsweges, der nicht nur eine Facette, einen Kontext betrachtet, sondern eben viele verschiedene Facetten durch einen Wissenstransferprozess ermöglicht. Ja, und die Nutzbarmachungsphase, da sind wir gerade mittendrin. Also da guckt man natürlich auf die Zielgruppen. Wir haben uns als Zielgruppe für unsere Mustersprache die WissenstransferbegleiterInnen da draußen in Unternehmen oder als Freelancer ausgesucht, die vielleicht noch nicht so viele Jahre an Erfahrung auf dem Buckel haben und die wir dann an die Hand nehmen können mit unserer Wissenstransfersprache. Oder aber auch die Führungskräfte von Leaving Experts, die Hilfe suchen. Ja, und da muss man halt gucken, weil die Mustersprache an sich ist im ersten Wurf erstmal nur für uns hilfreich, ne, weil wir halt unheimlich viel gelernt haben voneinander und unser Erfahrungswissen sichtbar machen konnten und solche Essenzen gefunden haben, wie man da jemanden an die Hand nehmen kann, um durch die Mustersprache zu führen. Und eine Idee ist tatsächlich Guides zu haben, die eben einem helfen als Unternehmen oder als einzelner Wissenstransferbegleiter, Begleiterin in Workshop-Settings oder eben in 1:1-Settings mit der Mustersprache zu arbeiten. Und wir werden ein Buch schreiben dazu. Also da geht es dann schon in die Verbreitungsphase rüber. Angelika wird nachher mit euch eben auch in unsere Online-Welt hineintauchen. Das wäre so eine Internetlösung, wo man später hinein kann, wenn wir irgendwann mal sagen, so, jetzt sind wir, naja, fertig sind wir nie, aber wenn wir sagen, jetzt können wir sozusagen auch von der Verbreitung her Leute an die Hand nehmen. Man kann das eben auch einfach als Buch irgendwann mal sehen. Das ist jedenfalls jetzt unabhängig von unserer Sprache, die wir für Wissenstransfer gemacht haben, die Prozessschritte, die wir empfehlen zu begehen, weil alle Mustersprachen, die bisher veröffentlicht wurden, hören eigentlich auf mit der Verknüpfungsphase, Angelika, oder? Also so Ja, richtig. genau. Also die sind höchstens bis daher gegangen und haben also noch die Verknüpfung gemacht, also dass man das Muster eben haben. Aber sie haben sich keine Gedanken über diese Nutzbarmachungsphase gemacht. Das heißt, also alle Mustersprachen, die ich euch gezeigt habe, das sind einfach nur, das sind Bücher, wo die Muster zwar vorstrukturiert sind nach der Struktur, aber das war es dann auch. Das heißt so nach dem Motto, friss Vogel oder stirb. Das ist gerade für Mustersprachen zu wenig. Da braucht man Unterstützung, haben wir also festgestellt. Und ich habe also ein paar solche, also ich habe schon als Guide mit zur Verfügung gestellt und habe also mit anderen gemeinsam also unsere Mustersprache sozusagen durchexerziert anhand von dem jeweiligen Beispiel, was die Person gehabt hat. Und wir haben gesehen, okay, da braucht es mehr. Es braucht wesentlich mehr. Das heißt, da sind wir also noch dran. Insbesondere also schön haben wir also auch zumindest einmal angelegt Schlüsselworte, also Schlüsselwörter, die also hinter den Mustern jetzt entstehen, damit man sie leichter findet. Also was weiß ich, dass man halt dann weiß, okay, das Muster, da ist halt wirklich ein Transferprozess beschrieben oder das sind Muster, da geht es mir um den organisationalen Teil und. Das heißt also, dass man wirklich über Schlüsselwörter zumindest bei der Suche ein erstes Set bekommt. Aber da sind wir noch dran und wir müssen auch noch mit der Entwicklerin vom System, was da die, müssen wir also auch noch diskutieren, wie wir dann also diese Suche aufsetzen und vielleicht, ja. Da haben wir noch jede Menge Ideen, aber die sind noch unausgereift, deswegen macht es auch keinen Sinn, da jetzt mehr drüber zu reden. So, mal jetzt an als erste Frage. Gibt es an der Stelle jetzt Fragen? Tatsächlich von meiner Seite, wenn jetzt niemand zuckt, die Erhebungsphase. Also, Ja. Christine, du hast das auch so toll erzählt und ich kann mir vorstellen, das war eigentlich so die intensivste Phase. Könnt ihr ungefähr abschätzen, wie oft hat sich diese Fünfergruppe getroffen, um mal für so einen ersten Wurf zu sagen, okay, das sind jetzt die Muster, die wir dann in der Produktionsphase auch erzeugen möchten?
Also vielleicht so von der Einschätzung der Zeit würde ich sagen, ist die Produktionsphase, also das wirkliche Ringen um konzise Sätze, die nicht mehr sagen als notwendig, aber auch nicht weniger als es braucht, um den Kontext zu verstehen. Das ist komplizierter, weil wir wirklich tatsächlich auch jedes Muster dann nochmal final reviewen und dann nochmal wirklich zum Teil voll auf den Kopf stellen, weil wir einfach selber in den Reifeprozess einfach sind und merken, ja, die frühen Muster, die sind viel zu lang und viel zu erläutern, die sind viel zu sehr geschrieben wie Bücher, ne? Also, dass man Argument und Gegenargument und dann Synthese, das ist in dem Muster, hat es keinen Platz, sondern es geht wirklich um den einen bewährten Lösungsvorschlag für eine konkrete Situation. Und sobald die Situation nur ein Jota abweicht, also was weiß ich, der Wissensnehmer hat keine Ahnung, es gibt gar keinen Wissensnehmer oder so. Wenn das wäre eine ganz neue Situation. Ich finde jetzt leider auf die Schnelle keinen Kontext, der nur ähnlich anders ist zum anderen. Aber das sind so Diskussionen, die sehr, sehr viel Zeit in der Erhebungsphase brauchen, zu gucken, über welchen Kontext sprechen wir eigentlich und was für Lösungswege gibt es da jeweils. Aber die zeitliche Schiene ist in der Produktionsphase meiner Meinung nach länger. Aber wie viele Stunden wir jetzt im Pattern Mining, so heißt ja die Erhebungsphase jetzt in der Musterliteratur. Angelika, hast du da ein Gefühl dafür, wie viel Ich wir in der könnte es Erhebungs- und herausfinden, aber ich habe es jetzt an vorab nicht gemacht, weil wir treffen uns immer nur 1,5 Stunden, das muss man auch dazu sagen, weil 1,5 Stunden, also das heißt also, wir sind nicht stundenlang zusammen, sondern wir treffen uns immer nur für 1,5 Stunden und wir treffen uns also überwiegend online. Das heißt, dass alles, was ihr jetzt gesehen habt, ist alles also online erarbeitet. Wir haben uns also bisher, wie oft haben wir uns jetzt gesehen? Viermal real, oder? Wir haben uns in Frankfurt eben getroffen, deswegen der Frankfurt Knowledge Group. Aber das alles ist bitte online entwickelt worden. Ja? Und immer nur 1,5 Stunden. Und wir dokumentieren das auch. In dem System können wir das dokumentieren. Ich kann euch das auch zeigen, falls euch das interessiert. Und das heißt, ich könnte herausfinden und wir charakterisieren auch diese Meetings. Das heißt, da gibt es halt dann Pattern Writing Meetings. Also das meiste ist jetzt Pattern Review, also Final Pattern Review Meeting. Aber ich würde sagen, die Produktionsphase ist das intensivste, weil das andere geht mehr oder weniger mit. Und hin und wieder macht man halt noch einmal ein Pattern Mining, das heißt also, wo man wirklich Erhebung macht. Das ist am Anfang mal eine intensive Phase und dann geht es in die Produktionsphase. So, ich glaube, wir haben zwei Genau, Meldungen. der Alexander war zuerst Ja, und dann der genau. Clemens. Von der Clemens. Genau, bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja sehr konkrete Situationen. Das heißt, man muss sich dann als ExpertInnengruppe einigen. Ich könnte mir vorstellen, man versucht vielleicht auszuweichen schneller mal, dass man irgendwie das Abstraktionsniveau erhebt. Aber die Idee ist schon, dass man dann, wenn man sich nicht auf irgendwas einigt, dass man dann schaut, welche zwei unterschiedlichen Situationen oder unterschiedlichen Kontexte stecken dahinter und bleibt sehr konkret, aber teilt es dann irgendwie auf und versucht sozusagen auf der konkretesten Ebene da sozusagen das aufzuteilen auf zwei und nicht irgendwie zu sagen, was ist dann irgendwie, können wir uns auf was Abstrakteres einigen und dann irgendwie das Ja, Abstraktionsniveau einfach zu erhöhen. Alex, also es ist tatsächlich also so, es ist, einig ist glaube ich, nicht der richtige Ausdruck, sondern wenn es zwei verschiedene Wege gibt und wir sehen, dass der Kontext unterschiedlich ist, dann schreiben wir zwei verschiedene Muster. Wenn der Kontext der gleiche ist, dann schauen wir uns das genauer an und schauen, okay, und was ist jetzt tatsächlich so der Kern? Das heißt, es ist eigentlich eine Art Synthese. Eine Synthese von einem guten Lösungsweg. Es war immer total spannend für uns, wo führt es uns hin? Führt es uns zu einem neuen Muster oder führt es uns eben zu einer Synthese? Darf ich noch nachfragen? Habt ihr dann moderiert also gab es eine dezidierte Moderation auch von diesem Treffen oder Okay. habt ihr Wir das aus haben, Erfahrung und genau, wir übernommen? haben uns selber im Prinzip selber moderiert. Im Prinzip sind wir ja nur fünf. Das heißt, das geht sehr gut. Wir kennen uns sehr gut. Und das, was ganz, ganz wichtig war, wir haben so einen sehr wertschätzenden Umgang untereinander. Und wir haben also auch das herausfinden lassen. Also wir haben also auch eine Wertebasis, die sehr ähnlich ist. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um eben so das Online-Arbeiten gut funktioniert. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich ein Freundeskreis, wenn du so willst. Und das funktioniert einfach. Das ist wunderbar. Und das ist so, man hört sich einfach zu. Und so kommst du dann eben zu einer guten Lösung. Und Christine. ganz kurze Ergänzung oder Ergänzung ist es vielleicht mit anderen Worten ist gleich nochmal. Wir haben einen Glaubenssatz übernommen, alle in unserer Wertebasis, nämlich, dass Erfahrungen eigentlich das Einzige sind in unseren Kommunikaten, was weder richtig noch falsch ist, also was anders als eine Meinung oder eine fachliche
Expertise oder eine Bewertung auch falsch sein kann, sondern es ist für die Person genauso gewesen. Das heißt, wir haben einfach anerkannt, es ist so gewesen und jeder von uns hat eine bewährte Erfahrung gemacht, also eine Situation erlebt, wo etwas funktioniert hat. Egal was, also aus unserem Methodenpool, ne? Ob narrative Interviews oder Checklisten, e egal. Und dann haben wir diese bewährte Erfahrung geteilt miteinander und halt versucht rauszufinden, was ist sozusagen die Essenz, die Synthese, also was steckt nochmal dahinter? Das wäre jetzt vielleicht das, was du sagst, auf einem höheren Abstraktionsniveau zu versuchen, die Synthese zu finden. Oder aber sind es tatsächlich verschiedene Wege? Und Angelika, da würde ich schon auch sagen, dass es nicht unbedingt der Kontext unterschiedlich ist, sondern dass wir auch manchmal wirklich gesagt haben, es gibt ein gewisses Nebeneinander von Lösungen, die aber trotzdem immer ganz konkret auf ganz konkrete Kontexte eine Antwort sind. Genau. Und das ist eben eine Diskursform, die ich noch nirgends sonst erlebt habe, dass du einfach mal davon ausgehst, dass wir A, nur Erfahrungen gelten lassen und nur eigene und B, dass wir davon ausgehen, dass keiner von uns eine Hidden Agenda hat und wir wirklich versuchen, gemeinsam herauszufinden, was ist denn so, ja, die Vergemeinschaftung der Erfahrung von uns Experten dann. Clemens? Also erst nochmal danke auch für die Anregung. Wir sind ja noch gar nicht am Ende, aber an der Stelle, Christine, du hast ja auch so schön erzählt, eben wie lang das am Anfang die große Herausforderung in der Gruppe ist, dass ja unterschiedliche Ansatzformen, Wege des Wissenstransfers, das überhaupt anzupacken, auch Philosophien da stehen und man deswegen ja gar nicht so schnell in Problem-Lösungskombinationen lostreten kann, weil man eigentlich erstmal die Philosophie dahinter verstehen muss. Das fand ich auch nochmal extrem spannend. Mein Hintergrund dazu, dass ich ja mit dem Peter Pawlowski Ende der Nullerjahre dieses Knowledge Laboratory, werden sich manche erinnern hier, glaube ich, oder wie auch so versucht habe zu entwickeln, mit auch so Problem-Lösungskombinationen, hieß das damals, wie er das schön im Englischen übertragen hat, dann Hacks, Problem, Action, Combinations. Das erinnert mich so ähnlich an eure Mustersprache, war aber sehr breit auf das gesamte Wissensmanagement bezogen und deswegen viel zu diffus, viel zu groß angelegt. Darum finde ich das sehr spannend, dass ihr gesagt habt, okay, ein Anwendungsfeld des Wissensmanagements, Wissenstransfer herausgreifen und dadurch Komplexität sehr stark reduzieren. Und dann merkt man aber trotzdem gleich, Grundstruktur für diese Muster, für diese Pattern hast du, Angelika, beschrieben, auch gleich eben, da muss nicht nur Problemlösung oder Aufgabenstellung, Lösungsweg, wie du es genannt hast, drinnen sein, sondern eben auch Kontext und Referenzen, Stolpersteine etc. Und diese hohe Kontextabhängigkeit des Wissens, die uns ja allen sehr bewusst ist, die macht ja die Beschreibung dieser Problem-Lösungskombinationen, erlaube ich mir das jetzt mal zu nennen, so schwierig, weil man die ja nur innerhalb des Kontexts, der dann eine jeweils völlig andere Philosophie oder immer wieder andere Philosophie beinhaltet. Da kann ich mir trotzdem vorstellen, dass man das lösen kann, aber diese Herausforderung habe ich riesig erlebt. Habt ihr auch gemeistert? Wie ist euch das gelungen, jedes Mal dabei auch mitzusagen und das übrigens in der Philosophie des Storytelling-Ansatzes von Christine Erlach zu denken und nicht in der Philosophie von dem ganz anderen Ansatz? Muss man das dann immer dazu sagen? Wir haben relativ schnell erkannt in den Schilderungen der einzelnen Erfahrungen, dass wir gar nicht so in diesen Lagern sind, wie wir dachten. Das war einer meiner größten Aha-Momente. Also bei dem einen großen Spannungsfeld, was wir am Anfang hatten, was mich ja auch hat skeptisch werden lassen, ob ich da überhaupt mitmachen will bei dem Projekt offen versus strukturiert. Da gab es ja in den Nullerjahren auch viel Literatur dazu, dass es einfach so verschiedene Paradigmen sind, dass sie als unvereinbar dargestellt wurden. Und ich bin so auch sozialisiert, also ich habe das lange geglaubt, bis wir angefangen haben, unsere Erfahrungen zu erzählen und gemerkt haben, ach, interessant, Angelika lädt ein zum Erzählen und öffnet ganz gezielt Erzählräume in einem hochstrukturierten Vorgehen. Und ich, ach, interessant, ich moderiere ja durchaus auch total klar durch und sage so, und jetzt gucken wir uns mal die Anlagen an. Was gibt es denn da für Dokumente, die wir uns anschauen müssen? Also wir haben in dem Diskurs uns selber befreien können von unseren eigenen Vorannahmen zu den Paradigmen. Also sie sind da, sie wirken, aber wir konnten sie sozusagen überwinden und die Gemeinsamkeiten im Vorgehen entdecken und dadurch natürlich ganz neue Fragen stellen an, ja, was ist denn dann das, was bewährt ist? Was hilft uns denn, Erfolg zu haben? Und das ist in den Mustern drin, unsere Hypothesen und aber wieder als Erfahrungen. Also wir schreiben keine Hypothesen, sondern wirklich nur erlebte Situationen auf sozusagen.
Genau. Und wenn wir Muster schreiben, dann fallen uns dann wieder so eben bestimmte Fälle ein und sagen, ja, stimmt, also das müssen wir unbedingt hier draufschauen, weil da habe ich das und das erlebt. Und jemand anderes sagt, ja, stimmt, ich habe das auch so und so und so und so erlebt. Das heißt also, und dann kommt der dritte und der vierte und dann sehen wir, okay, wir haben eigentlich wirklich gemeinsame Erfahrungen gemacht, die funktionieren. Und das schreiben wir dann nieder. Vielleicht wäre jetzt der Moment, Angelika, dass wir vielleicht in der Agenda einfach den Punkt überspringen Genau. und du direkt hineingehst in die Mustersprache oder wenn es euch Direkt recht in die ist. Mustersprache. Genau, dass ihr. Das würde ich gerade vorschlagen. Vielen Dank, Christine. Genau. Machen wir jetzt an, weil ich glaube, das ist jetzt auch sicherlich sehr spannend für euch. Genau, einfach mal einen Blick in diese Welt Ja. hineinwerfen. Jetzt seht ihr Insight, also das ist das System, was wir verwenden. Insight ist entwickelt worden von der Sabine Wachs, das ist die ehemalige Präsidentin der Gesellschaft für Wissensmanagement gewesen. Und die hat uns also angeboten, dass wir das System verwenden dürfen. Das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Das heißt also, diese fünf Menschen und so weiter, das ist alles Freizeit. Es läuft überhaupt kein Geldfluss. Wir zahlen auch nichts für das System Insight. Das hat uns die Sabine zur Verfügung gestellt, weil sie einfach auch sehr begeistert ist also von dem, was wir tun. Und weil das für sie also auch ein Proof of Concept ist von ihrem System. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Und wir sind da gern drauf aufgesprungen. Und das hat halt eine gewisse Grundstruktur, das System. Und das hat für uns eigentlich relativ gut gepasst. Ihr seht hier, das ist also die sogenannte Homepage. Da erzählen wir halt ein bisschen, also wie das also funktioniert und wer die Beteiligten im Wissenstransfer sind. Und es gibt also zwei Teile, die wesentlich sind. Also in den Themen. Ich gehe jetzt einmal in die Themen rein und ich gehe hier unter Foren und Domains. Unser Mustersprache ist so aufgebaut, dass es eben zwei Säulen gibt, nämlich die organisationale Säule, also wo es darum geht, Wissenstransfer auf der organisationalen Ebene einzuführen und zu etablieren, und die individuelle Säule, da geht es darum, also individuelle Wissenstransferprozesse zu begleiten. Und vielleicht eine kleine Anekdote aus unseren vielen Treffen. Wir haben da auch lang diskutiert, was braucht es denn, also wie weit und was gehört wohin. Und wir haben eine schöne Definition gefunden. Die individuelle Säule deckt alles ab, was man jedes Mal bei jedem Wissenstransfer wieder neu machen muss. Was ist die Auftragsklärung oder eben Transferplan erstellen. Und die organisationale Säule ist das, was du einmal machst, wenn du, was weiß ich, 100 Wissenstransfers gemacht hast, damit das Ganze dann etabliert wird. So ist praktisch die Unterscheidung der Säulen. Ja, und was ihr hier seht, also wir haben es im Prinzip prozessorientiert, also strukturiert. Es gibt in der organisationalen Säule, aber auch in der individuellen Säule eine übergreifende Ebene, und etwas wird da drinnen sein. Also da zum Beispiel das Thema Qualitätssicherung, das ist auch hier so der Fall. Also da ist auch nur die Qualitätssicherung von einem Einzelprozess also drinnen. Dann eben Vorbereitung, Einführung, Etablierung auf der organisationalen Ebene und Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, also auf der Ebene in der individuellen Säule. Und darunter sind jetzt dann die einzelnen Muster, die teilweise dann wieder also gewisse geclustert sind. Muss aber nicht sein, das meiste ist einfach flat da. Und jetzt können wir natürlich gern irgendein Muster uns anschauen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns eines unserer Kernmuster anschauen. Wissenstransfer zwischen Führungskräften zum Beispiel. Und was ihr hier seht, das ist die sogenannte Kurzbeschreibung. Das heißt also in dieser Kurzbeschreibung, und ihr seht also auch die Symbolsprache, die da dahinter liegt. Das heißt also dieses Dreieck, das ist also die Führungskraft, und dieses Symbol ist also immer der Wissenstransferbegleiter, Begleiterin. Das heißt, das hat dieses Netz, die Transferbegleitung trägt also alle anderen durch diesen Prozess. Der Wissensgeber, der übertragt eben sein Wissen, das sind also diese Wellen. Und der Wissensnehmer, der nimmt auf, aber kann natürlich nicht alles aufnehmen. Deswegen gibt es also da graue Punkte und orange Punkte. Aber im Prinzip, und das ist der Transferprozess, und der unterstützt eben dabei. Und was ihr hier seht, ist eben die Kurzzusammenfassung. Das heißt also, das ist der Kontext, das ist die Aufgabenstellung, die Problemstellung, die wir immer in Form von einer Frage formuliert haben. Wir haben das also als sehr hilfreich empfunden, das als Frage zu formulieren. Und das ist jetzt eine Kurzfassung von diesem Muster. Und alles, was ihr hier verknüpft seht,
sind also alles Muster. Also die halt dann da zum Tragen kommen und ihr seht, dass also jedes einzelne Muster hat also ein passendes Symbol. Und andererseits, hier ist die Verknüpfung also zu unserem Glossar. Es gibt also ein Glossar. Und wenn es irgendwo einen Begriff gibt, wo wir sagen, naja, das ist nicht selbsterklärend, dann gibt es einen Glossareintrag und das ist jetzt hier verknüpft. Und da oben, das führt direkt zur Langfassung von dem Muster. Und jetzt zeige ich euch Wissenstransfer zwischen Führungskraft als Langfassung. Und ihr seht, also der Unterschied ist der, dass es erstens einmal gedeckt ist, das heißt also mit der Klassifikation, weil wenn wir jetzt eine weitere Domain hinzufügen und das ist nicht Wissenstransfer, sondern Einführung vom Wissensmanagement, ich sage einfach irgendwas, dann kriegt das da eine andere Klassifikation. Und wir haben gesagt, okay, wir haben also 8 Prinzipien definiert gehabt und da dieses Prinzip, was hier zur Anwendung kommt, ist eben geben und nehmen. Also wenn ich einen Transfer mache, ist es immer geben und nehmen. Ihr seht hier den Kontext, möglichst kurz, knapp gehalten, also in welchem Kontext kann ich dieses Muster also anwenden, was ist die Aufgabenstellung, das ist dasselbe wie bei der Kurzfassung, dann kommen die Spannungsfelder, welche Spannungsfelder sollen also aufgelöst werden, wenn ich also diesen Lösungsweg, der unten beschrieben ist, also folge, dann kommt hier der Lösungsweg. Und hier seht immer, hier sind also die Verknüpfungen zu den Mustern. Das heißt, ich kann hier immer wieder zu den anderen Mustern dann springen, mir das dort durchlesen und dann wieder zurückgehen. Ja, da ist zum Beispiel auch der Christine, ihr Kernmuster drinnen, Entwicklung einer Ereigniskurve. Das ist ja so einer der Kernmuster für den narrativen Wissenstransfer. Und hier haben wir noch angeführt, was einen aus unserer Sicht besonders wichtige Inhalte in den Transfergesprächen, insbesondere wenn es um Führungswechsel geht. Und das sind also unsere Erfahrungen, was man braucht, falls der Nachfolger von außerhalb der Organisation kommt. Was braucht er da speziell, damit er sich leichter tut? Dann haben wir das angeführt. Das heißt, das sind wirklich Erfahrungen, die wir direkt also in den Ich weiß nicht, wie viele verschiedenen Felden wir gemacht haben. Und dann gibt es also noch, wir wissen, dass gerade bei Führungswechsel die Zeit eine Rolle spielt. Also gibt es bei uns auch ein Muster, Umgang mit der knappen Ressource Zeit. Und es gibt auch ein Muster, wie man also so einen Werkzeugkasten für selbstgesteuerten Wissenstransfer macht, weil oft sagen Führungskräfte, nein, ich will das, also das geht sich nicht aus mit der Begleitung, wir müssen das selber machen. Und dann gibt es halt noch die wesentlichen Stolpersteine. Und es gibt also bei jedem Muster also auch ein Anwendungsbeispiel. Das heißt also, wir haben also dann aus unserem Fundus, dann haben wir eines rausgeholt, was also vielleicht besonders interessant, besonders spannend und so weiter ist. Und haben da also dann geschrieben, also so einen Anwendungsfall. Und hier sieht man also die verbundenen Muster. Und das ist jetzt das Besondere an dem System. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Kurzbeschreibung und zwar deswegen, weil ich die Beziehungen, diese Verknüpfungen kann man nur hier zeigen. Und jetzt nicht schrecken, ich gehe jetzt auf Beziehungen. Und ihr seht, das sind also die Beziehungen, die es also zwischen dem einen Muster gibt und innerhalb der Mustersprache. Ich kann das aber noch feiner, also kleiner machen. Das heißt, ich kann sagen, okay, zeigen wir nur eine nachfolgende Ebene. Und zeigen mir nur eine vorangehende Ebene, dann wird das Ganze schon ziemlich übersichtlich. Und ich muss verraten, dass ich damit gar nicht arbeite, weil ich finde es immer noch furchtbar unübersichtlich. Ich mag lieber die Baumstruktur. Also für jede Suchvorliebe gibt es sozusagen den Weg in dem Der System. Weg, den man gehen möchte, und ich habe jetzt auch noch unsere Symbole eingeblendet, weil wir einfach finden, dass diese Symbole uns also sehr helfen, um einfach einen ersten Eindruck von dem Muster zu bekommen. Also was ist hier? Hier seht ihr das Muster Umgang mit der knappen Ressource Zeit und da in der Mitte ist eine Stoppuhr als Symbol. Ja? Also um einfach so dieses Emotionale, was halt auch wichtig ist, also im Transfer von Erfahrungswissen, dass man das eben auch über unsere Symbole halt reinkriegt. Oder strukturierte Wissensbestands- und Bedarfsanalyse.
Ich gehe mal rein, damit ihr so also vielleicht das seht. Oder die sozialen Strukturen offenlegen. Da seht ihr also wirklich so ein soziales Netzwerk, das also sozusagen das symbolisiert mit Wissensgeber, Wissensnehmer in der Mitte oder dem begleiteten Wissenstransfer, wo halt alle Beteiligten also dann da dabei sind. Also Führungskraft, Wissensgeber, Wissensnehmer und Transferbegleitung. Oder die Entwicklung des Werkzeugkastens, wo also alle so dann den Werkzeugkasten füllen. Ja, also ihr seht, wir haben uns da schon ziemlich viel einfallen lassen, um das also auch benutzbar zu machen und also für nicht nur für uns, sondern auch für andere. Das ist also die Visualisierung der Beziehungen. Wir haben vom Dirk noch eine Frage im Chat, ob Ja, wir schon bitte. Tests gemacht haben, also ob wir sozusagen schon Go Live gegangen sind, im Sinne von, dass irgendwer da draußen mal mit der Mustersprache versucht hat, zurechtzukommen. Also unbeteiligte Dritte, ne? Ja, Ja, haben wir. Ja. haben wir. Angelika, du mal, ja. Wir haben also festgestellt, dass es nicht so einfach ist und ich habe also Begleitungen gemacht und ich kann euch, ich glaube, die Begleitung kann man herzeigen, das ist nichts Kritisches. Das heißt aber, die Anwendung nur nochmal für mich. Ich bin jetzt in einem Unternehmen eine Person in der Personalentwicklung, die dieses Ja. Thema Wissenstransfer hat. Und das wäre mein, ja, Vademecum, um zu sagen, oh, nee, jetzt steht was an. So ein Szenario hatte ich noch nie. Ich Ja. schaue jetzt hier rein, ob es da schon Empfehlungen gibt, Und Muster Empfehlungen, gibt. ja. Also ich Genau. habe einen so einen Fall begleitet und habe dann praktisch mehr unsere Mustersprache verwendet, um diesen Fall zu begleiten und haben mir das sozusagen das zusammengebaut. Das heißt, da gibt es eine Musterauftragsklärung, da gibt es eine Musteridentifikation der Beteiligten, da gibt es eine Musterauswahl eines passenden Wissenstransferprozesses und da hat sich eben herausgestellt, dass es in dem Fall tatsächlich also Wissenstransfer mit Führungskraft als Wissensnehmer ist, also in dem Fall, also bei diesem, dass wir sehr wenig Zeit haben, dass wir zwar einen begleiteten Wissenstransfer haben, aber auch selbstgesteuerte Anteile, dass es wichtig ist, dass das Beziehungswissen gehoben wird, aber wir brauchen auch die sozialen Strukturen, also für diesen Transferfall. Und wir haben gesehen, also wir brauchen eine strukturierte Bestands- und Bedarfsanalyse. Und wir haben aber trotzdem eine Ereigniskurve, also wir haben eine zusätzliche Ereigniskurve entwickelt für den Wissensgeber und haben dann eine Abschlussbesprechung durchgeführt. Und das sind alles Muster, also das kann man alles nachlesen. Und wir haben zum Schluss noch die Evaluation gebracht. Und das ist im Prinzip ein typischer Durchgang für einen ganz konkreten Fall. Und ihr seht halt, wir haben halt keine Muster für einen Erstkontakt herstellen und Vorgespräche führen. Das ist für uns auch zu trivial. Da braucht man, glaube ich, kein Muster. Aber das wäre so ein typischer Durchlauf mit Hilfe unserer Mustersprache. Und das kann man natürlich dann auch direkt anschauen. Das heißt, das ist klickbar. Und die kann dann also direkt dann das nachlesen und schauen, was steht da drinnen. Dann kann man dort das halt so herausholen, was für mich wichtig ist, also in der Begleitung oder als Führungskraft, um mir da einen Überblick zu verschaffen. Sehr beeindruckend, wirklich, ja. Ja. Also auch wirklich in der Verarbeitung schon. Ich finde, Dirk, Frage ist wirklich sehr treffend, das jetzt jemand ohne vor jemand zu geben, der kein Vorwissen hat und zu sagen, so, ich sag dir gar nichts, guck mal rein. Und da gibt's, wissen wir ja alle, was, ich habe jetzt vor kurzem letzte Woche geschrieben, da wurde gefordert, bitte können Sie einen Zweiseiter schreiben, ja, nicht mehr als zwei Seiten für eine Führungskraft, die loslegen will, weil in Ihrem Team wer geht und machen Sie es bitte ganz kurz knapp. Und da hat man ja dann immer Panik, dass man zu wenig schreibt und es dann schief geht, weil bestimmte Dinge nicht klar werden. Aber auch, schreibe ich auch nur ein paar Zeilen zu lang, wird es eh nicht gelesen. Und da stelle ich mir jetzt noch vor, ist natürlich die große Herausforderung. Ich meine, das ist ja ein Expert-Expert-Tool. Habe ich das Gefühl so? Hier kennen sich alle gut aus. Es ist ein Tool für Leute, die richtig Lust haben. Wie helfen wir jemand, der sagt, ich finde es ganz toll, aber ich habe eine halbe Stunde? Und da muss ich es kapiert haben, weil Absolut. mehr Ja. gebe ich mir nicht. Deswegen sage ich Guide. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich jemanden da durchbegleite. Ich sage, was hast du für einen Anwendungsfall? Und dass ich dann sozusagen mit ihm gemeinsam diese Muster auswähle. So ist es auch passiert. Also ich habe mit der Auftraggeberin in dem Fall, habe ich das zusammengebaut. Und dann haben wir anhand von Ach, diesen toll. gebauten Mustern habe ich Okay. die Begleitung gemacht. Ja. Okay. Und wir haben festgestellt, je mehr du dich auskennst, also im Wissensmanagement und Wissenstransfer, desto leichter tust du dir in der Anwendung. Das stimmt natürlich.
Aber wenn die jemand an der Hand nimmt und die da durchführt, dann geht. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt ein bisschen spintisiere, vielleicht kann man irgendwie KI unterstützt, also mit Chatbot-Unterstützung und so weiter, vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Aber das ist Zukunftsmusik. Also derweil braucht man noch die Experten, die Menschen, die also da durchführen. Aber angelegt ist es theoretisch, dass du eben eine Frage stellst und das System dir dann die passenden Muster liefert. Ja. Also ich kann da oben, kann ich zum Beispiel sagen, zeigen mir, keine Ahnung, Führungskraft. Ich bin eine Führungskraft und zeige mir alles, was Führungskraft ist, und dann zeigt er da alle Muster, also die mit dem Thema Führungskraft zu tun haben im System. Also das ist schon Das ist halt noch nicht prozessual, ne? Also es ist noch kein Prozessual. Wenn-Dann, aber das werden halt die nächsten Entwicklungsschritte jetzt, genau. Ja, aber es Also ist genau schon was. direkt. Ja, bitte. Also gerade letztes noch so, was ich mir noch vor, also erstmal ist es nicht umwerfend und visualisiert wahnsinnig toll. Der Prozess, den ihr beschildert, wieder hinzukommen, das Ergebnis in allen Dimensionen, wahnsinnig toll. Eben der letzte Punkt ist noch wirklich so, ich frage mich, braucht es einen Management Review oder auf eine für einen für eiligen Vortext, damit Leute erstmal nur sich was greifen können, eher schnell, die noch keine Ahnung haben und sagen, ich will aber möglichst schnell loslegen. Wenn ich dann zu einem Problem komme im Prozess, dann gucke ich wieder rein und schaue, ich brauche scheinbar noch mehr. Ich will aber am Anfang das Gefühl haben, ich kann einfach schnell rein in eine 10 Minuten gelesen, schon halbwegs kapiert, um was es gehen kann und loslegen. Ist vielleicht ein bisschen überzogen. Wir dürfen es auch nicht zu trivialisieren, aber so ein Zwischenmaß für, ich will erstmal nur gucken und loslegen und dann komme ich wieder, wenn Probleme gibt. Ganz kurz eine Antwort. Also was sehe ich auch, was es braucht, sind so kleine User Journeys, wo man sagt, das ist die Ausgangssituation und das ist das idealtypische Vorgehen. Nimm das Muster, das Muster, das Muster und das war also na wirklich quick and dirty. Und wer dann sagt, ja, aber was mache ich, wenn? Der kann ja dann in die Eingeweide reingehen. Und Genau. da braucht es auch noch eben Ja. Also entweder KI-Unterstützung oder Guides, um die Eingeweide dann zu genau. erforschen. Ja. Die Annette Hexelschneider ist ja eine sehr erfahrene Wissensmanagement-Expertin und die hat es tatsächlich unsere Mustersprache genommen. Die kennt die aber auch schon und hat also ihren aktuellen Fall damit begleitet. Das heißt, sie Ah, hat ja, super. tatsächlich also unsere Mustersprache genommen und hat also eine Musterauswahl genommen und hat also tatsächlich also erste Erfahrungen damit gesammelt, das zu verwenden. Sie war sehr begeistert, weil sie ist draufgekommen, auch wenn du sehr erfahren bist, du vergisst immer irgendetwas. Und wenn du jetzt die Muster nimmst und die wieder liest, und ich habe auch dieselbe Erfahrung gemacht, dann passiert das eher nicht, dass du was vergisst, sondern da wirst du dann draufgestoßen, dass du erst das auch noch denkst. Habe ich noch eine Frage loswerden? Ich habe also für einen nächsten Schritt, ich habe in Berlin vor allem sehr viele Leute ausgebildet in der öffentlichen Verwaltung, die das machen, weil Riesen in Ösihausen ja genauso, aber auch gerade in Berlin gab es sehr viele, die dann Ruhestand gehen, auch aus anderen Gründen wechseln. Und da gibt es eben auch so, ihr habt ja das tolle Wort, Transfernauten, Dialogbegleiter heißen die dann hier. Und das wäre natürlich da wäre ein großes Feld an Leuten, die sagen, genauso, oh, ich stehe gerade wo an, die wissen was zum Hintergrund, ähnlich wie Annette, die jetzt schon einiges weiß, aber da gerne auch reinschauen würde. Die wären ein super Versuchsfeld, um zu sagen, ihr dürft hier mal gucken. Nur als Idee, also wenn das irgendeinen Grad hat, wo ihr sagt, ja, da könnte man jetzt mal mit Leuten, die so eine Basisahnung haben, wenn losschicken, hier könnt ihr gucken. Genau, wenn ihr so ein Experimentierfeld sucht, Ja, das gut, dann wäre da. kommen wir auf dich zurück. Wobei, ich glaube, Die Schönsfeier, ja. ja, die kenne ich Genau. persönlich. Die könnt ihr Ja, genau. kontaktieren. Ich habe Magistrat Wien, habe ich ja ausgebildet. Ich weiß nicht, Oh wofür. ja, genau. Also da gäbe es auch ein Feld. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Entwicklungsarbeit, Ja. wo es eigentlich schon über 70 Muster sind. Also es sind Also ich also. finde das, genau, weil interessant sind ja Leute, finde ich jetzt, die schon ein bisschen Ahnung haben, aber noch nicht so viel, nicht so oft das machen, ne? Und das ist oft da in dem Feld, ne? Die machen das eher so als Nebenjob, hin und wieder mal, wen zu begleiten. Ja, Und genau. denen tut es besonders, also uns tut es allen gut, wir finden es alle spannend, aber denen tut es besonders gut. Ich habe ein Basiswissen, aber Ja. jetzt so Spezialprobleme, mal was vergessen, nochmal auffrischen. Deswegen, das ist, glaube ich, ein guter Ich Kontext. habe was zum Anhalten, ja. Also das war zumindest die Erfahrung von der Annette und von mir, dass selbst wir, die also schon viel gemacht haben, dass es durchaus also Sinn macht, dass man was hat, dass man sich wo anhalten kann und sagt, ah ja, und das habe ich nicht gedacht. Das ist noch wichtig. Ich kann mit den Chats nur anschließen, das ist absolut
beeindruckend, was ihr da geleistet habt. Ein Wissensschatz im wahrsten Sinne des Wortes und auch eine tolle, sehr lebendige Live-Session. Ich glaube, wir haben alle wirklich verstanden jetzt, was eine Wissenssprache ist und was eine Wissenssprache leisten kann und wie sie entsteht. Und euer Beispiel ist, wie gesagt, einfach nur beeindruckend. Ganz vielen Dank dafür. Dankeschön für eure Zeit Dankeschön. und auf bald. Bis auf bald, ja. Vielen herzlichen Dank.